Hier gilt das deutsche Militärgesetz. Sie sprechen und verstehen Deutsch. Meine Heimat. Da scheint nicht Tag und Nacht die Sonne. Zur Sache. Was war das denn? Ach, nix. Einfach ein Gespräch. Und wieso hast du mich hierher gebracht? Meinst du, ich bin eine Hure, oder was? Setz dich doch. Ich habe gute Nachrichten. Ich hoffe, ich habe nicht umsonst gepackt. Von Kiel hat meine Versetzung zurück nach Deutschland genehmigt. Ich bleibe ihm zu Dank verpflichtet. Von Kiel? Ist das wahr? Was man über ihn redet. Sei still! Leute können zuhören. Stell dir vor, ich würde beim Spionieren erwischt und er würde meine Hinrichtung befehlen. Würdest du es tun? Das ist ja absurd! Wieso verteidigst du ihn? Holst du uns etwas zum Trinken? Ja, natürlich. Was in aller Welt hat der Soldat eigentlich vor? Herr Leutnant, glauben Sie, diese jungen Frauen sind Eigentum der Offiziere? Eigentum? Wie sprichst du eigentlich über unsere Waffenbrüder? Sie haben mich richtig verstanden, Majors Liebling. Melden Sie sich sofort bei Ihrer Einheit. Wegtreten! Bist du sicher, dass du deinem Bruder nichts sagen wirst? Er würde es nicht bestellen. Wir treffen uns am Tor. Um 3.
Ich muss jetzt gehen. Tietääkö siskos? Ei, ja hyvä niin. Sano sille kumminkin, että jää kotiin täksilaksi. Sinuna kertos. Kaarina! Kaarina! Tätä minä pelkäsin. Kaarina on nähty Sakemannien kanssa. Minä sanoin sulle, että pysyisit kotona tän illan. Ja Sakemanne ei ole luottamista. Kyllähän sun se pitäisi tietää. Meillä on kaikki samanlaisia. Kaikki. Hei! Wer da? Halt! Die beiden flüchten! Haltet sie auf! Harjo kerho huoneella. Toinen kerros, viimeinen ovi. No mene! Saksalaiset pidätti Olavin. Eteenpästä päin. Joo. Saattaa sinne. Hoku. Putaranta. Kyllä. Joku miukin palosaaren kautta. Etenemään tänne päin. Ja ottavat haltuun. Joo. Kukaan. Kohti tänne. Joo. Meidän tehtävä on katkoa. Mistä on kyse? Tänään. Kahelta. Me hyökätään saksalaisia vastaan.
Kiitos kahvista. Ist Fabian hier? Mahnstein? Leutnant Mahnstein. Was wollen Sie? Diesen Weg gerade und da fragen Sie dann weiter. Wegtreten! Ist das Gerücht wahr? Das kommt auf das Gerücht an. Dass du zwei deutsche Soldaten umgebracht hast. Das war mein Bruder. Er hat mich nur beschützt. Wache! Zurück! Bitte. Glaub mir. Kommen Sie herein! Fabian, willst du Cognac? Nein, danke, Herr Major. Wegtreten! Kennst du sie? Nein, Herr Major. Hier sind zwei russische Spione! Ist es wahr, dass meine Soldaten versucht haben, sie zu vergewaltigen? Deutsche Soldaten! Nie! Wie scheinheilig.
Was hast du gemacht, bevor du nach Finnland gekommen bist? Wie viele wurden ermordet? Völlig absurd! Fabian! Pistole raus. Wenn ihr nicht redet, haben wir keine andere Wahl. Fabian bereit? Du bist nah dran, ein Landesverräter zu werden. Und was sind die Konsequenzen? Die Todesstrafe, Herr Major. Sie bekommen eine letzte Chance. Wenn wir die Informationen nicht bekommen, erschießen Sie ihn. Lass ihn noch mit. Ruhe! Ich habe Informationen. Erkundigen Sie sich, was dieser Lärm bedeutet. Sofort! Sie wollten etwas sagen? Ihre Zeit ist abgelaufen. Fabian! Pico Berlin ist nicht angegriffen. Die Russen? Nein. Die Finnen. Diese Jahre. Und so beendet unsere Waffenbrüderschaft. Du weißt, was du tun musst. Ich kann nicht. Ich liebe sie zu sehr.
Ist es wahr, dass sie versucht haben, dich zu vergewaltigen? Entschuldigung. Ist der Wagen startbereit? Pass gut auf sie auf!